bin ich schon wieder. Ich möchte jetzt noch schnell mit euch eine Gyros-Pizza machen. Hatten wir noch nie, habe ich ein Rezept in der Rezeptwelt gefunden. Mal gucken, wie es wird. Dazu brauchen wir 350 Gramm Käse, 100 Gramm Dinkel, 400 Gramm Weizenmehl, 1 Würfel Hefe, 1 Teelöffel Salz, 270 Gramm Wasser, eine Dose Pizzatomaten, 400 bis 450 Gramm Gyros und eine Zwiebel in Ringen. Ich hatte schon fertig eingelegtes Gyros, so ist es auch gemeint, steht drauf, fertig vom Metzger. Bei mir sind die Zwiebel jetzt schon so mit drin, ja, dass ich keine extra brauche. So, wir brauchen 350 Gramm Gouda. Die werden, so, oder der wird 4 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinert. So. Mir ist das jetzt persönlich noch zu grob. Das macht man noch ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, auf Stufe 6 bis 10. Das ist ausreicht. Ja, und so gefällt es mir auch besser. Guckt. So. Dann wird das nochmal umgefüllt. Mal lecker Käse. Ja, der Tim hat sich schon ein Stück Käse stibitzt. Nein. So, jetzt kommen 100 Gramm Dinkel rein. Da muss der Topf auch gar nicht gespült werden. Ah, da ist der Käse, ja. So, das wird jetzt sehr laut. Und zwar eine Minute auf Stufe 10 das Ganze mahlen. Ich zeige es euch. Ne? Ich schiebe jetzt das, was hier oben noch dran hängt. Schiebe ich gerade ein bisschen nach unten. Das ist klar, da war jetzt einfach der Topf noch ein bisschen feucht durch den Käse. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. So, da geben wir jetzt 400 Gramm Weizenmehl dazu. Im Rezept steht ein Teelöffel Salz. Ich mache den auch wirklich gehäuft voll. Uns ist es einfach sonst immer zu wenig. Das ist so eine Sache. So, dann geben wir Wasser dazu und zwar 270 Gramm ungefähr. Und einen Würfel Hefe. Bei der Hefe guckt ihr jetzt bitte drauf, dass ihr es nicht direkt auf Salz schmeißt. So. So. Das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf der Teigknetstufe verknetet. Das darf der Thermomix jetzt machen. In der Zeit wische ich den schon mal wieder ab, weil ich habe den ganz eingeputzt mit Mehl. Und dann sehen wir uns gleich. So, der Teig ist fertig geknetet. Das sieht auch gut aus. Schaut. Den lassen wir jetzt einfach rausplumpsen. Ich drehe wieder hier am Messer und dann, schaut, das bisschen hängt noch drin. Das hole ich jetzt einfach so raus. Wenn dann unter dem Messer noch was hängt, kann man das auf Stufe 10 oder auf Turbo gerade abschleudern. Das ist hier bei uns jetzt nicht vonnöten. Da haben wir alles raus. Ich glaube fast, dass mir diese 500 Gramm Mehl
für ein Blechpizza oder für einen Steinpizza zu viel ist. Ich nehme jetzt einfach mal die Hälfte, habe meinen Backofen bereits vorgeheizt auf volle Pulle. Das heißt, der steht auf, lasst mich gucken, 250 Ober-Unterhitze. Da ich auf dem Stein backe, muss es so heiß sein, dass wir eben auch einen schönen knusprigen Boden kriegen. So, ich habe hier meinen Teig, der wirklich sehr schön ist. Den mache ich jetzt gerade so ein bisschen groß. Ich zeige es euch. Legt den einfach so auf meinen Stein und nehme wieder, ihr kennt ihn ja schon von mir, meinen Roller und verteilt es einfach. Rollt es einfach auf dem Stein aus. So. Ich muss meinen Stein auch überhaupt nicht mehr fetten. Der ist bei uns ja ständig im Gebrauch. Da hat sich da drauf, das Braune ist diese Patina, die sich bildet. Das heißt, ich muss da nichts mehr fetten. Das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Und da seht ihr, das geht auch ganz wunderbar. Ohne große Anstrengung. Meinen zweiten Teig, den rolle ich mir auf dem Backpapier, beziehungsweise ich rolle den auf der Arbeitsfläche ein bisschen aus. Legt es dann auf dem Backpapier, belegt es, wenn wir diese Pizza hier runterholen, ziehe ich das gerade auf den Stein drauf und kann dann in der Zeit meine nächste Pizza backen, wo wir die essen. So, jetzt habe ich hier die einfachen Pizzatomaten, die sind schon ein bisschen vorgewürzt. Das verteile ich jetzt schön hier drauf. Danke, Tim. So. Ist das, wie die Pizza aussieht? Ja, das ist der Pizzateig, ne? Okay. So. Jetzt verteilen wir ein bisschen Käse noch drauf. Einmal Hallo sagen, ja. Hallo. Der Tim ist fleißig am Kneten mit der Knete, die wir gerade gemacht haben. So, jetzt verteilen wir da ein bisschen Käse drauf. Violett. Wir haben Violett und Grün gemacht. Genau. Da muss man wirklich genau sagen. Stimmt, Mama? Mhm. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Käse drauf verteilt. Jetzt steht im Rezept... Darf ich ein bisschen? Nee, du wartest jetzt mal. Du hast schon ein großes Stück gegessen. Jetzt soll man das Gyrosfleisch einfach da drauf verteilen. Das mache ich jetzt mal. Darf ich ein Stückchen probieren? Nee, Timmy, das ist noch roh. Das mache ich auch mit den Fingern direkt. Dann kann ich das am besten verteilen. Ich mag das rot. Nein, das ist alles noch roh. Bitte, lass es. Das riecht so lecker. Ja, das riecht wirklich lecker. Ihr seht schon, wie Tim sagt, das riecht schon lecker. Das tut es wirklich auch. Wenn jetzt mein Gyros nicht ganz reicht für zwei Bleche, dann ist es kein Problem, weil das ist ja mit Zwiebeln. Und der Tim, magst du Zwiebeln, Tim? Nee. Siehst du, der mag nämlich gar keine Zwiebeln. Die sind so eklig. Und dann machen wir dem einfach eine Pizza ganz normal. So. Dann verteilen wir hier das Fleisch drauf. Mama, ich spiele ein bisschen. Ja. Tim, was? Das ist noch roh. Bitte lass es. Na gut, dann tue ich wieder in die Schokolade. Dankeschön. So.
zeige es euch jetzt direkt. Einmal kurz abwaschen. So. Da habe ich jetzt mein Gyros gleichmäßig drauf verteilt. Also das waren jetzt 500 Gramm. Das langt wirklich für ein Blech sehr gut. Oder für einen Stein in meinem Fall. Jetzt möchte ich, dass es auch noch ein bisschen nach Pizza schmeckt. Das steht jetzt nicht im Rezept. Ich nehme jetzt hier mein Pizzagewürz und tue das gerade so ein bisschen noch oben drauf verteilen. Das Ganze wird jetzt wieder mit ein bisschen Käse bestreut. Nicht so arg dick. Und gebt es, wie gesagt, bei mir 250 Grad. Wenn ihr ein normales Backblech nehmt und keinen Stein habt, dann tut ihr das bitte bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Braucht 20 bis 25 Minuten ungefähr. Ich setze euch aber auch den Link unten in die Infobox. So, und das, so sieht meins aus. Also es riecht wunderbar. Ich tue das jetzt in den Ofen, genau, wie ich eine normale Pizza belege, das wisst ihr ja selber, was da alles drauf kommt, da, das mache ich einfach, genau, und ich mache euch von der fertigen Gyros-Pizza hier ein Bild und stelle es euch am Ende wieder ein. Wir lassen es uns dann schmecken, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss. Und ich probiere. Du probierst, sagst du auch tschüss? Tschüss. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.